Hi. Lydia, du heißer Feger. Du versprühst ja nicht gerade gute Laune. Ist was passiert? Nein, eigentlich nichts. Ich hätte gern nur ein paar Dinge gerade gebogen, bevor ich heirate. Du suchst doch nicht etwa nach einer Ausrede, um das Ganze abzublasen, oder? Komm, probier erst mal dein geändertes Kleid, dann geht's ja schon viel besser. Ja, dann werde ich mal rüber zu Gregor gehen. Euch viel Spaß. Danke. Ach, und grüß ihn. Euch. Also ich... Mit einer Knarre. Alter. Nettes Bild, ne? Das heißt, er hat dich fast abgeknallt? Ja, hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ehrlich gesagt, hätte ich das keinem zugetraut. Und wie geht's Luise? Wo ist sie überhaupt? Trifft sich mit ihm. Los, Gregor, geh schon. Nein, sie wollte sich ausdrücklich alleine mit ihm treffen. Wenn ich da auftauche, da provoziere ich nur. Okay. Wenn du hier so ruhig rumsitzen kannst. Der wird sowas nicht normal bringen. Außerdem hat das ja auf mich abgesehen. Und nicht auf Luise. Bist du ja so sicher? Ja. Sie will sich nur mit ihm versöhnen. Damit sie ihm wieder in die Augen blicken kann. Angeblich wird sie sonst nicht glücklich mit mir. Das heißt also, ihr braucht den Segen vom heiligen Eduard. Ich nicht. Luise anscheinend schon.